Vom Aufregerthema Bahn, die nicht kommen, kommen wir jetzt zum nächsten Thema, welches auch viele bei uns im Münsterland ärgert. Es geht um zugeparkte Gehwege. Autos auf der einen Seite, Fahrräder auf der anderen und dazwischen kaum ein Durchkommen für den Kinderwagen oder auch den Rollstuhl. Auf unserer Facebook-Seite haben sich sehr viele von Ihnen heute schon den ganzen Tag zu dem Thema geäußert, ihre Erfahrungen erzählt und auch gesagt, dass es nicht nur in Münster ein Problem ist. Wir reden gleich darüber, was man machen kann, aber vorher schauen wir uns die Situation vor Ort beispielhaft in Münster mal an. Martin Becker von der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster hat heute mal sein Lastenrad mitgebracht. Er will zeigen, im Kreuzviertel geht als Fußgänger, der noch was zu schieben hat, oft gar nichts mehr. Die Autos machen die Gehwege so eng, dass einfach kein Platz ist. Oder sie stehen gleich ganz auf den Gehwegen. Sobald man einen Kinderwagen hat oder auch hier so ein Cargo-Bike, dann wird es schwierig bis unmöglich. Wie sehr ärgert Sie das? Enorm. Ja, also im Grunde liegt es daran, dass dem Autofahrer über Jahre beigebracht wurde, dass er machen kann, was er will. Aber nicht nur die Autofahrer stehen bei der Interessengemeinschaft in der Kritik. Auch die Radfahrer, die die Gehwege zustellen, schlicht in Ermangelung von Stellplätzen. Also man sieht, hier ist alles voll und hier steht noch zusätzlich was rum, dass eben da für die Fahrräder, die halt vorhanden sind, bedarfsgerecht Stellplätze vorhanden sind. Und auf der anderen Seite aber auch ein Parkraumkonzept, was es ermöglicht, auch Schrotträder, wo hier auch diverse nebenstehen, legal entsorgt werden können seitens der Stadt. Michael Thomas vom Ordnungsamt der Stadt kennt die Probleme durch Autos und Räder in den begehrten Wohnvierteln. Die Stadt fährt hier eine klare Strategie, die der Fahrradinteressengemeinschaft aber überhaupt nicht gefällt. Wir haben eigentlich die Prämisse, dass das Gehwegparken in Münster in bestimmten Bereichen geduldet wird. Also wo es nicht geduldet wird, ist im gesamten Innenstadtbereich innerhalb der Promenade. Da dulden wir es nicht, weil wir da halt diese extremen Besucherströme haben, Fußgängerströme, dass man dort das nicht dulden kann. Anders sieht es da im Gegensatz aus in den naheliegenden Wohngebieten. Knöllchen werden nur bei weniger als einem Meter verbliebener Gehwegbreite verteilt. Doch wer soll das alles kontrollieren? Münster wächst, also wächst auch das Problem. Die Autos werden immer größer, oft sind es pro Haushalt zwei und mehr Platz in der Innenstadt, woher nehmen? Das ist der Grund für die tolerante Haltung der Stadt. Wenn wir es ganz streng ahnden würden, wenn wir einfach mal als Beispiel das Kreuzviertel nehmen würden, dann würden im Kreuzviertel ungefähr die Hälfte der Parkplätze verloren gehen. Und da gehen wir einfach davon auch aus, dass der Großteil der Bevölkerung eher die Maßnahmen, die wir treffen, so auch mit toleriert. Die Fahrradinteressengemeinschaft tut das nicht. Die Aktivisten möchten ein komplettes Umdenken, Beispiel Parkraumbewirtschaftung. Da, wo kein Geld verlangt wird und die Parkplätze beschränkt werden, da versucht es jeder aufs Neue, irgendwo seinen Wagen abzustellen. Die Frage ist, ob Parkgebühren helfen oder ob das Auto einfach raus muss aus den Innenstädten. Ja, und die Frage kann ich doch jetzt mal direkt besprechen mit Michael Milde von der Stadt Münster. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Was glauben Sie, würde es helfen, wenn man die freien Parkplätze in Wohngebieten am Rand auch einfach mit Parkgebühren belegen würde in Münster? Also ich denke, wir werden irgendwann dazu hinkommen und das wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr so lange dauern, dass wir die Frage beantworten müssen, wie viel Autoverkehr und auch Parkverkehr verträgt unsere Stadt. Und um diese Räume frei zu bekommen, muss ich ja Ersatz anbieten. Und eine Möglichkeit wäre beispielsweise Quartiersgaragen zu errichten. Die kosten natürlich Geld. Wir haben in Deutschland leider noch nicht die gesetzlichen Möglichkeiten, die Autoeigentümer sozusagen in diese Quartiersgaragen zu bringen. Aber wir müssen meines Erachtens dahin kommen, wenn wir sehr wertvollen Stadtraum, Lebensraum revitalisieren wollen. Das dauert natürlich und das bedarf natürlich eines offenen Dialoges mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Anliegern, mit den Geschäftsleuten. Mhm. Und das ist sicherlich ein Weg, um so etwas zu machen. Auf der anderen Seite haben wir ja schon Gebühren in der Innenstadt, was Parken anbelangt. Aber das Beispiel gerade Kreuzviertel, da ist es nicht so, da kann man ja parken. Und da haben wir zum Beispiel über Facebook auch einen Kommentar heute bekommen. Da heißt es, ich wohne im Kreuzviertel und da gilt für viele Rollis einfach, wir müssen draußen bleiben. Das ist ja eine Situation, die ist doch nicht tragbar, oder? Wie kann man denn da auch als Stadt sanktionieren? Also zum einen, das ist natürlich ein No-Go. Was wir gerade im Beitrag auch gesehen haben, wenn der Fußweg so zugestellt ist, dass ich mit einem Rollator, einem Kinderwagen nicht durchkomme oder mit Kindern an der Hand auch nicht durchkomme, das ist ein No-Go. Das ist auch fehlende Rücksichtnahme, da muss kontrolliert werden. Es wird auch kontrolliert. Im Übrigen, wenn ich falsch parke und behindere, das kostet 30 Euro, dann müssen wir vielleicht ein bisschen
strenger und rigoroser vorgehen. Es geht hier um Rücksichtnahme und das gilt es einfach nicht zu tolerieren. Die Frage bleibt natürlich, wo sollen die Autofahrer hin mit ihren Autos? Sie haben gerade die Stadtteilparkhäuser quasi angesprochen. Wo lässt sich sowas realisieren in Münster? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Gerade Münster ist ja eine boomende Stadt. Baugrund ist sehr teuer, das wissen wir also alle. Und insofern, ja, das muss ich refinanzieren letztlich über die Gebühren. Im Neubaubereich ist das nicht das Problem, weil dort natürlich dann Tiefgaragen mit beplant werden. Im Bestand ist das sehr, sehr schwierig, nicht nur ein Münsteraner Problem. Hier das Beispiel im Kreuzviertel, ein gewachsenes Gründerzeitenviertel, ganz, ganz schwierig. Da muss es letztlich zu einer Refinanzierung kommen, das kann nur über die Nutzer geschehen. Wir haben noch eine ganz interessante Zuschrift bekommen über Facebook, das gucken wir uns auch noch mal an, und zwar von Adalbert Niemeyer-Löwitz. Und da geht es jetzt darum, Autos stehen hier zum Teil auf dem Gehweg, wo sie nichts verloren haben. Und Fahrräder stehen hier, weil die Verkehrsplaner dafür überhaupt keinen Platz eingeplant haben. Dabei könnte man vom Parkstreifen zumindest hin und wieder Plätze für Räder reservieren als Idee. Ist das etwas, was man sich auch in Münster vorstellen kann? Also da sind wir seit etlichen Jahren schon unterwegs, also in den Gründerzeitenvierteln jenseits beispielsweise auch der Wolbecker und Warndorfer Straße. Das ist so, dass ein Autostellplatz, daraus können wir 10 Fahrradabstellplätze machen, da haben wir ein Programm. Das wird auch sehr gut angenommen, das wird auch begrüßt. Natürlich fällt ein Stellplatz weg, aber letztlich wissen wir alle, wie wichtig der Radverkehr in dieser Stadt ist. Nicht nur für das Stadtbild, sondern auch natürlich für die Stadtverträglichkeit des Verkehrs insgesamt. Ich höre daraus, es gibt kleine Lösungen, die man versucht, aber große Lösungen sind auch angedacht. Aber da werden dann die Beteiligung von allen, brauchen wir dann einfach, ne? Sicherlich, um das zu lösen, ne? Sicherlich. Mhm. Wir alle sind ein Teil des Problems und wir alle sind ein Teil der Lösung. Und ich sagte ja, in einem offenen Bürgerdialog müssen wir zu einem nachhaltigen Gesamtverkehrssystem kommen. Und das brauchen wir hier als Antwort auf unsere Wachstumsdynamik. Dankeschön für Ihren Besuch hier heute auch. Abend im Studio. Danke.